Und Jeneke, diesmal auf der anderen Seite, geht da den Ball hinterher, bekommt ihn wieder. Und jetzt die große Möglichkeit, in der Mitte steht er völlig frei. Und schießt das Ding an die Latte, dann an den Pfosten. Björn Ziegenbein. Das ist nicht die Szene des Spiels, das ist jetzt die Chance für Neumühle. Oh. Das bringt die Zuschauer hier richtig zum Aufleben. Stefan Gusche kann da das Gegentor verhindern gegen Florian Hempel. Aber Björn Ziegenbein, das ist wohl die Szene des Spiels. Völlig freistehend, erst an die Latte, dann an den Pfosten. Das ist etwas, was einem Fußballspieler auch nicht allzu oft passiert. Und wenn aus der Gegensituation dann das Tor hier fällt, dann ist Stimmung hier rund. Jetzt aber Hansa mit der Ecke, Tobias Jeneke, der ein gutes Spiel macht bis hierhin. Mohamed Latay bringt die Flanke rein und der Mühle kann ihn rausköpfen. Und jetzt entwickelt sich das hier zu einem munteren Pokalspielchen, unabhängig vom Spielstand. Latay will den Ball reinbringen und Neumühle bringt den Ball raus und Florian Hempel setzt sich da durch. Gegen die Rostocker, jetzt 2 gegen 1 gegen Wiemann und der Schuss aufs Tor. Knapp vorbei, aber was soll er machen? Völlig alleine gegen 2 Rostocker. Schön gekämpft, Florian Hempel. Und das findet auch die Anerkennung hier im weiten Rund. Und da ist doch die Hoffnung gegeben, dass Neumühle zumindest zum Anschlussreffer kommt. Jetzt war der Schuss. Oh! Enrico Neitzel. Bereits mit einem Tor am heutigen Tag gesegnet. Bringt den Ball da aufs Tor. Schön gekämpft, Neitzel setzt danach, aber die Neumühler können sich jetzt etwas besser festigen in der Abwehr. Quetter Pass, Ziegenbein, gewinnt er das Kopfballduell und Pelzer auf der linken Seite. Jetzt soll es wieder schnell gehen beim FC Hansa, abgebrochen. Da haben die Neumühler jetzt etwas besser aufgepasst, haben vielleicht jetzt auch ein bisschen Mut gefasst und sind jetzt, wirken jetzt von der Körpersprache auch ein wenig wacher. Latay mit dem Hackentrick und wieder ist ein Neumühler dazwischen. Sie kämpfen sich hier ins Spiel. Sebastian Pelzer lässt da Apitz aussteigen. Und die schnelle Kombination. Pelzer. Und resolut dazwischen gegangen mit einer Grätsche von Michael Baum. Und so gibt es Einwurf für Hansa Rostock. Pelzer mit dem Einwurf Doppelpass. Es kommt die Flanke nach hinten, aber da ist niemand da. Die Neumühler können ihn rausköpfen. Und Wiemann mit dem Schuss aus der dritten Reihe. Und jetzt ist es Enrico Neitzel, der bringt den Ball im Tor unter, aber es war lange abseits gepfiffen. Das Neumühler Torwart endlich mal glücklich, dass er den Ball aus dem Tor fischen darf. Denn es gibt Freistoß für Neumühle. Hier zwei Neumühler zum Kopfball, keiner kommt hin und so Ballbesitz für Hansa Rostock. Aber die Neumühler stellen jetzt auch die Passwege besser zu und können den einen oder anderen Pass abfangen. Das hat sich gut entwickelt. Im Laufe der ersten Hälfte jetzt. Und das war ein klasse Spielzug. Und Enrico Neitzel bringt den Ball erneut nicht im Tor unter. Etwas fahrlässig ist es auch, wie die Rostocker mit ihren Möglichkeiten umgehen. Und Florian Hempel, der da immer wieder hinterher geht, diesmal hinter Wiemann. Und der Müller jetzt auch mal mit zwei angreifenden Spielern auf die Abwehr des FC Hansa Rostock drauf. Man wird etwas mutiger. Aber mit der Doppelpässen schafft es der FC Hansa Rostock, auch wenn dieser jetzt schief geht, immer wieder die
Normüler Abwehr hier auszuhebeln. Oh, schön dazwischen gegangen. Er sah ein klasse Pass auf Vujanovic und Stöbe. Es war natürlich etwas einfach von Vujanovic, der lange vorankündigte, wie und wohin er schießen will. Und wieder Stöbe. Das ist aber klasse Partie, wie er hier macht. Und hält seine Mannschaft so im Spiel. Aber die nächste Chance war Hansa Rostock. Und er ist drin. Tobias Jenicke. 4:0. Da liegt der Torwart doch etwas geschlagen. Trotz des starken Spiels muss er den Ball nur zum vierten Mal aus dem Netz holen. Aufgrund eines Gegentores. Und damit steht es für den Neumüller SV. Für die letzte Hansa Rostock. Danke. Trotzdem, es bleibt hier bei der guten Stimmung, bei dem sonnigen Wetter hier im Lambrechtsgrund in Schwerin. Und wieder in dieser, und wieder macht das Hansa Rostock Stile einer klasse Mannschaft in dieser Druckphase, in dieser Phase, wo der Neumüller SV etwas besser wurde, etwas mutiger wurde, schießen sie das Tor. Aber trotzdem, jetzt mal mit einem Doppelpass, mit den Mitteln des FC Hansa Rostock versuchen sie hier aber aushebeln und etwas schärfer der Pass und das hätte auch gut funktioniert. Also die Normüller lassen sich hier nicht unterkriegen aufgrund des Gegentores, sondern spielen munter weiter. Und als Halbzeit zwischen Neumühle und dem FC Hansa Rostock, Spielstand 0:4. So, es geht weiter. Zweite Halbzeit zwischen dem Neumühler SV und dem FC Hansa Rostock. Nach dem Seitenwechsel jetzt also Neumühle von rechts nach links und Hansa von links nach rechts. Aber wir haben jetzt in der Halbzeit kurz die Möglichkeit genutzt, ein kurzes Gespräch mit den Neumühlern geführt. Wie es dann weitergeht hier, aber jetzt geht es erstmal weiter mit einer großen Chance für den FC Hansa Rostock, Vujanovic. Kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen, so gibt es die erste Ecke jetzt in der zweiten Hälfte für Hansa Rostock. Neumüller, die großen und ganzen dem FC Hansa Rostock zollen, die das gleiche feststellen, was wir auch schon gesagt haben. Hansa macht immer genau dann das Tor, wenn der Müller anzieht. Und man erhofft sich natürlich zumindest auf einen Ehrentreffer hier in Schwerin. Jetzt aber erstmal FC Hansa Rostock mit der 14 Malek Boulevard eingewechselt. Soll seine Chance hier auch in Neumühle bekommen, um sich zu beweisen, um sich ins Mannschaftsgefüge einzubauen. So, eine Durchsage der Polizei. Der Fahrer des Fahrzeugs MWM-DG469. Und wieder Stöbe mit dem Fuß. Ja, die Stimmung hier noch nicht ganz wieder angefacht. Die Leute sind auch an den Bratwurstständen unterwegs. Während das Spiel schon weiterläuft, Hansa ein ähnliches Bild fabriziert, wie sie schon in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft und Vujanovic schon wieder Stöbe, auch wenn der Ball natürlich auf den Mann kommt. Den Ball behalten und erhält Neumühle hier im Spiel. Und der Unsicherheit beim FC Hansa Rostock, der Ball geht ins Aus. Und so gibt es Einwurf für Neumühle. Und Wechsel bei Neumühle. Und Florian Hempel, der viel gearbeitet hat in der ersten Hälfte, wird jetzt, für ihn ist der Arbeitstag hier beendet. Thomas Möller kommt für ihn rein und hat vielleicht eine frische Luft. Und etwas mehr Erfolg auf der Sturmposition, auch wenn er sich auf einer anderen Position jetzt orientiert. Währenddessen sehen wir auch, dass Sebastian Pelzer, Kapitän des FC Hansa Rostock, heruntergegangen ist.
und René Lange dafür im Spiel für Hansa Rostock. Die Kapitänsbinde hat Michael Wiemann übernommen. Aber das Spiel ist sehr, sehr ähnlich angelegt jetzt. Ah, bis zur Mittellinie wird nichts angegriffen, aber ansonsten versucht noch Mühle jetzt kompakt etwas offensiver zu stehen. Trotzdem im 4-4-2-System zu bleiben. Bolivar setzt sich da durch mit der Flanke rein. Oh, zu kurze Kopfballabwehr. Vujanovic bleibt hängen. Aber klasse nachgesetzt. Latte und Tor. Zählt nicht. Abseits. Abseitsposition da von Enrico Neitzel und es bleibt hier beim 4-0 für Hansa Rostock. Da hatte die ganze Rostocker Seite schon gejubelt, aber zu früh gefreut, ist auf Abseits entschieden. Genau, da fliegt der Luftballon wieder, ne? Und auch Neumühle scheint den Schwung, wenn man das so nennen kann, aus der ersten Halbzeit mitzunehmen und den Mut, hier doch etwas erreichen zu können gegen FC Hansa Rostock. Haben sie schön zusammengearbeitet, aber Freistoß für Hansa Rostock, nachdem Björn Ziegenbein da gelegt wurde. Ja, und die Neumüller-Seite ist jetzt aufgewacht. Es kommt ein wenig Stimmung auf. Von Neumüller-Seite ist natürlich jetzt schwieriger wird für die Neumüller-Fans, ihre Mannschaft zu erreichen, denn die steht tief in der eigenen Hälfte und der Fanblock hier von uns aus gesehen auf der linken Seite des Stadions ist natürlich ziemlich weit weg. Und Hansa Rostock spielt jetzt eher auf seine Fans zu, die von uns aus gesehen weiter rechts sehen das sicherlich im Hintergrund. Sitzen und Vujanovic bleibt unglücklich. Michael Baum kann den Ball zum Einwurf klären. Aber Hansa Rostock beginnt nicht so druckvoll und schnell wie die erste Hälfte, wo die erste Viertelstunde gut ordentlich Alarm gemacht haben. Und Neumühle ist auch nicht mehr ganz so nervös. Auch wenn der Ball zu weit geht und man sich wieder an die Mittellinie orientiert. Da ist so der Angriffspunkt für Neumühle. Und nun wacht auch die Rostocker Fangemeinschaft.